Das ist der Franz, der erste internationale Gewinner von Narbonne 2021. Der ist benannt nach meinem verstorbenen Vater, mit dem ich auch früher immer Tauben hier geguckt habe und als Andenken. Er ist ein jähriger Vogel und der hat eine Abstammung. Also er kommt, sein Vater ist der 275 und sehr guter Flieger bei mir. Das ist ein Enkel der Opa von Bass und Gerhard Verkerk. Die Mutter ist eine originale, ein originales Weibchen von Jos Martens. Den Franz habe ich dieses Jahr von Beginn an, von April an, habe ich den gespielt. Von den kompletten Programmflügen mitgegangen bis circa Mitte Juni und hat sich da also sehr oft bei den ersten Tauben gezeigt. Manchmal meine zweite, dritte, vierte Taube. Und das war für mich der Grund, weil ich wusste oder gesehen habe, dass der Narbonne-Flug sehr schnell wird, den Franz eben nach Narbonne zu setzen. Und weil ich auch wusste, dass diese Taube, also diese Familie, auch die Qualität hat, 800, 900 Kilometer problemlos zu fliegen. Ja, welche Wünsche könnte ich für die Zukunft haben? Ich glaube, das Wichtigste für mich ist immer, dass alle Tauben nach Hause kommen. Und das war dieses Jahr, war ein schweres Jahr. Und da sind viele Tauben erst zwei, drei Tage später nach Hause gekommen. Und auch der ein oder andere Gutes weggeblieben. Also für mich ist eigentlich immer das Wichtigste, dass die Tauben nach Hause kommen. Einen frühen Preis zu machen, finde ich auch ganz toll, aber bei mir steht immer die Taube im Vordergrund und das macht mir am meisten Spaß, wenn die Taube nach Hause kommt und das ist mir am wichtigsten.